complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Satisfactory. Auf meinem Kanal möchte ich euch zeigen, wie das Gameplay funktioniert und euch ein paar kleine Tipps geben. Alles weitere nach dem Intro. So, wir sollen die Abwurfkugel. Okay. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Second objective, please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note, according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Dann brauchen wir den. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Gehen wir mal schauen, wo die Eisenquellen denn sind. Das Holz sollten wir mitnehmen. Das brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Brauchen wir das nachher nämlich schon nicht zu suchen. Und können uns das gleich irgendwo in eine Kiste reinpacken. Direkt zwei. Die müssen wir aber zuerst wegmachen. Oh. Na. So. Eine reine Quelle. Die ist auch rein, das ist doch super. Können wir aufheben.
Damit können wir unsere Gesundheit wiederherstellen. Tauschen wir mal wieder. Okay. Dann bauen wir uns das erstmal ab. Sonst können wir es nachher nämlich keinen Miner da draufstellen. Note: To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution: Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Hier müsste eigentlich ganz gut dafür sein. Failure to do so sein. Will likely result in non-optimal progress. So. Dann bauen wir unseren Hub. Bauen wir so rum. Ja. Okay. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth objective, complete hub upgrade 1. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Okay. Okay, machen wir jetzt mal ein paar Eisenbarren. Anfang dauert das leider ewig. Aber so, umso weiter man kommt, umso mehr kann man nachher machen lassen. Dann haben wir auch schon den ersten Meilenstein erledigt. Congratulations, you have unlocked building workshop, equipment portable miner, inventory additional slots, hub feature personal storage. Sixth objective, complete hub upgrade 2. Note, portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can be used on a single node. Okay, dann schauen wir uns das nächste an. Da brauchen wir noch 10 Eisenplatten, das heißt, das können wir uns mal da reinpacken, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nochmal etwas Eisen. Machen wir das hier auch direkt weg. Dann müssen wir es nachher schon nicht mehr machen. Das müsste eigentlich reichen. Mal ein bisschen Platz machen hier. Damit wir auch was sehen. Dann machen wir noch mal ein paar Eisenbarren. Daraus auch Eisenplatten.
So, wie viel brauchen wir? Das reicht. Aber gerade so. Das nächste Upgrade abschließen. So. Congratulations, you have unlocked hub feature, biomass burner, scanner feature, copper, new buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective, complete hub upgrade 3. Note, connect buildings to a biomass burner for power. Note, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. So, das heißt, wir haben jetzt auch Kupfer dabei. Dann gehen wir doch mal nachschauen. Wieder diese komischen gehen auch nicht freiwillig kaputt. So, aber schon besser als eben. Diesen Panzer sammeln wir wieder ein und nehmen uns etwas Kupfer mit. Sehr gut. Das können wir schon bauen. Stromleitungen können wir schon bauen. Okay. Sehr gut. Okay, das heißt, wir müssten hier eine Ausrüstungswerkstatt bauen. Dazu fehlen uns aber Eisenstangen. Dann gehen wir uns nochmal schnell ein bisschen Eisen holen. So, das müsste reichen. Dann nochmal schnell das Inventar leer machen. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Dann können wir das sortieren. Was brauchen wir jetzt? Noch drei Eisenstangen, dann brauchen wir erst nochmal Eisenbarren. Machen wir uns die mal schnell.
Anfang dauert leider immer, eigentlich immer sehr lange. Aber wenn man dann mal dran ist, geht es doch immer schneller. Machen wir jetzt auch noch direkt die Kupferbarren hier fertig. So, dann fehlen uns 3 Eisenstangen. Machen wir schnell ein paar mehr. Und dann bauen wir uns die Ausrüstungswerkstatt wieder neben. Bauen wir sie hier hin. Stört sie auch nicht. Dann können wir uns hier drin die Miner bauen. Machen wir uns ein paar Eisenplatten. Dann können wir uns hier die Miner, sobald wir dann auch noch Eisenstein gemacht haben. Reichen. Machen wir uns davon mal welche. Dann müssen wir das schon nicht mehr selber abbauen. Sehr gut. Dann verteilen wir die mal noch schnell. Dann können die in der Zeit, wo wir weitermachen, mal für uns ein bisschen was abbauen. So, dann legen wir die da drauf und lassen die einfach nur fallen. Geht auch relativ schnell. Dann gehen wir die nächsten schon mal verteilen. Legen wir die noch aufs Eisen drauf. Das brauchen wir auf jeden Fall schon viel jetzt die nächste Zeit. Da hin drauf. Hier auch. Genau. So. Dann schauen wir mal, was wir hier noch machen müssen. Wir brauchen 20 Eisenplatten. Und noch 13 Eisenstangen. Gut, dann 20 mal Kabel, die machen wir aus dem Kupfer. Genau. So, dann können wir den Meilenstein auch schon erledigen.
Congratulations, you have unlocked scanner feature, limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Können wir bestimmt was Neues bauen. Da haben wir den Konstruktor dazu bekommen. Und die Strommasten. Sehr gut. So, Upgrade 4. 75 Eisenplatten. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal Kalkstein suchen gehen. Und da ist er doch schon. Gut. Dann setzen wir da einfach auch einen Miner drauf. Und sparen uns die Arbeit, das selbst zu machen. Eine normale Quelle ist ja schon mal ganz gut. Dann sammeln wir noch ein bisschen was hiervon. Das brauchen wir ja auf jeden Fall nachher. Dann könnten wir unsere Gesundheit auffüllen. Und dann nehmen wir das schon mal mit. So. 75 Eisenplatten müssen wir machen. Okay, ich fange schon mal mit Eisenbarren an. Und alles andere zeige ich euch gleich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug Eisenbarren gemacht, um die 75 Eisenplatten, die wir brauchen, jetzt schnell hier fertig zu machen. Wir machen direkt ein paar mehr, die brauchen wir ja auf jeden Fall. So, das waren die Eisenplatten. Dann brauchen wir 10 mal Beton. Den machen wir aus dem Kalkstein. Davon machen wir auch direkt ein bisschen mehr. Den brauchen wir auf jeden Fall jetzt die nächste Zeit. So, und dann brauchen wir Kabel. Das machen wir aus Draht. 20 Stück. Dann müssen wir erstmal den Draht machen. Merken, dass es nicht reicht, wir müssen aber schnell zum Kupfer. Es macht schon Sinn, am Anfang alles relativ nah aneinander zu bauen, weil man doch viel hin und her rennen muss. Und dann wären lange Wege nicht unbedingt sehr hilfreich. So, wir machen nochmal schnell unser Inventar leer. Dann machen wir nochmal Kupferbarren. So, dann können wir weiter mit unserem Draht machen. Dann machen wir da auch direkt ein bisschen mehr. Und dann machen wir unsere 20 Kabel. Da können wir auch etwas mehr machen, die brauchen wir jetzt auch die ganze Zeit wieder. So,
Das müsste aber reichen. Damit müssten wir eigentlich den Meilenstein komplett abschließen können. Genau. Congratulations, you have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective, complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. So, hub upgrade 5. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Kalkstein. Und wir sollten Trillerbänder dazu bekommen haben. Und Trillermasten. Das ist doch schon mal gut. Wir gehen uns erstmal den Kalkstein holen. Schaden kann es eigentlich nicht. Drauf. Nimm das schon mal raus. Nimm unsere Zange wieder. Nimm das auch mit. Und geh nochmal zurück. So, dann fangen wir schon mal mit Beton an. Der müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Ja. Dann brauchen wir wieder Eisenstangen. Da müssen wir erstmal ein paar Barren machen. So, dann machen wir uns die 100 Eisenstangen, die wir jetzt machen können. Genau. Was brauchen wir noch? Noch 30 Kabel. Dafür fangen wir wieder mit dem Draht an, bis wir noch 30 zusätzliche Kabel machen können. Das müsste reichen. Dann machen wir die noch schnell. Dann noch mal ein paar von dem Draht. Die brauchen wir auch immer mal wieder. Und nicht so viel wie der Draht eigentlich. Wie das Kabel. Damit müssen wir das Upgrade 5 auch abschließen können. So, dann schließen wir das ab. Congratulations, you have unlocked Building Miner Mark 1. Building Storage Container. Hub Feature Additional Biomass Burner. 10th Objective. Complete hub upgrade 6. Note, there are no notes. Gut, dann schauen wir uns mal an, was das Upgrade 6 ist. Wir könnten auch schnell alles von Hand machen.
gehen nochmal schnell Kalkstein holen. Machen den leer. Den machen wir leer. Dann könnten wir unsere Barren schon selbst machen. Das geht aber auch so ganz schnell. Irgendjemand trampelt mit seinen Füßen auf mir rum. So, ich habe jetzt mal schnell noch die Eisen- und Kupferbarren gemacht. Dann schauen wir mal, was wir noch alles brauchen. Beton haben wir schon mal genug. Wir brauchen noch 55 mal Draht. So. Dann fangen wir mit den Eisenplatten an. Und werden dann feststellen, dass wir danach nicht mehr genug Eisenstangen machen können. Weil die Eisenbarren mal wieder nicht reichen. So, eine können wir noch machen. Das reicht ja aber auch nicht. 100 Stangen brauchen wir also. Gehen wir jetzt nochmal schnell etwas Eisenerz holen. Machen danach nochmal schnell ein paar Eisenbarren. Vielleicht können wir auch schon mal einen Schmelzofen bauen. Können wir nämlich schon mal unser Eisen barren. Nehmen wir das mit dem Strom. Sagen wir möchten Eisen barren machen. Und füllen das Eisenerz ein und dann geht das vollautomatisch. Dann sparen wir uns auf jeden Fall schon mal die Arbeit. Dann können die anderen hier mal schnell von Hand machen. So, dann machen wir uns unsere Eisenstangen noch. Sollten wir eigentlich alles zusammen haben? Ja, das sieht gut aus. 100 Eisenstangen, 100 Eisenplatten, 100 mal Draht und 50 mal Beton. Congratulations, you have unlocked Building Space Elevator. Building biomass burner, heart, biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and, as such, initiating project assembly. Good luck. Dann schauen wir mal, aber wir sollten jetzt alles abgeschlossen haben. Genau. Stufe 0 wäre komplett erledigt. Das heißt, die Einführungsphase wäre damit abgeschlossen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr meinen Kanal abonniert
und die Glocke aktiviert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.